Hier ist Hitradio RTL, hier ist Guten Morgen Sachsen am Dienstag, 10 vor 9 für den Musiker eigentlich überhaupt keine Zeit, deswegen freuen wir uns umso mehr, dass sie den Weg zu uns ins Studio gefunden haben. Heiko, Christian und Konstantin alias die Jungs von Stan 4. Schönen guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Morgen ihr drei. Jetzt muss ich erstmal, am Anfang habe ich gedacht Stan 4, als ich die erste Platte gehört habe, habe ich gesagt, Mensch, endlich beglücken uns die Amis mal wieder mit einem bisschen richtig schönen Rock, Pop und habe dann relativ ernüchtert festgestellt, ach ja, die Jungs kommen von der Insel Föhr. Sorry, dass wir da enttäuschen müssen. Das tut uns leid. Hört ihr das öfter? Also euer Sound ist ja nun nicht wirklich das, was man von der Insel Föhr erwartet. Genau, also ich will auch gar nicht wissen, was die Leute von der Insel Föhr erwarten, aber das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, was wir machen. Aber ist völlig klar, wir machen halt eben Musik, die eher englisch oder amerikanisch geprägt ist und das ist völlig klar, dass man auch dann eher diese Assoziation jetzt zuerst hat. Woher kommt so dieses amerikanische Soundgebilde, was wenn man sofort dran denken muss, wenn man euch hört? Wir diskutieren da auch immer so ein bisschen. Ich glaube, es hat einfach ganz viel damit zu tun, was man hört, wenn man aufwächst, welche Bands, Künstler man hört und welchen Musikgeschmack man halt einfach so hat. Und also ich merke immer, dass zu meiner Zeit, also in den 90ern, Anfang der 90er, gab es ganz wenig deutschsprachige Bands zum Beispiel. Und es gab nicht so diese deutschsprachige Musikkultur, wie es sie heute gibt. Und das hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass man eher eben englische und amerikanische Künstler eben mochte. Aber inzwischen startet er gut durch, oder also das schon seit einer ganzen Weile. Ihr seid auch mit Aha unter anderem unterwegs gewesen, mit Pink. Wer hat das so am meisten beeindruckt? Also ich fand eigentlich, dass beeindruckend waren natürlich alle, weil die haben ja alle in riesigen Stadien und Hallen gespielt und da mit dabei sein zu dürfen, das ist natürlich eine große Ehre. Aber beeindruckend fand ich auch bei Aha das Konzept, dass jeder eine eigene Garderobe hat und man sich tendenziell außer als auf der Bühne gar nicht sieht. Ach so, vielleicht okay. Können wir das bei uns auch mal einführen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Okay. Also ihr sitzt aber noch zusammen in der Garderobe und sagt, jetzt machen wir noch ein Bier auf und dann geht's auf die Bühne. Ja, also nicht freiwillig. Also wir werden in eine Kabine gesteckt. Aber das ist... Aha hat auf jeden Fall auch dieses schöne über den Anwalt reden eingeführt, glaube ich. Das ist noch, ja. Da sind wir noch nicht. Fast. Ihr sprecht noch nicht über den Anwalt, ihr sprecht noch zusammen über Musik. Aktuelles Album heißt Oktober Sky, kommt am Freitag in die Läden. Jetzt haben wir Anfang Mai. Also ja. Es ist marketingtechnisch, glaube ich, es ist ein Geniestreich. Es ist auch direkt so mit Herbstblättern und so, ne? Richtig herbstlich gehalten, ein paar Piepmätze drauf und so, ein paar Vögel. Ja. Wir finden es schön. Okay. Es sollte eigentlich früher fertig werden oder später, je nachdem, wie man es nimmt. Hm? Ja. Erzählt mir was über die neue Platte. Ja, also, wie gesagt, der heißt Oktober Sky und wir haben jetzt relativ lange Pause gehabt. Wir haben ziemlich lange daran gearbeitet. Wir haben viel ausprobiert. Wir haben, glaube ich, also... ein bisschen einen neuen Sound für uns entwickelt. Es ist generell ein bisschen akustischer geworden. Es klingt ein bisschen vielleicht musikalisch tiefgründiger. Wir finden es ganz gut. Wie das Album genau klingt, das werden wir uns in der nächsten Stunde gleich noch anhören. Ihr bleibt bitte noch ein bisschen da. Wir geben kurz ab an die Nachrichten dann Punkt 9 und dann sprechen wir noch ein bisschen mit Stan 4. Heute hier in Guten Morgen Sachsen. Schönen guten Morgen. Morgen. Hitradio RTL, Guten Morgen Sachsen mit Stars im Studio, Stan 4. Seid ihr fünf? Ihr seid eigentlich mehr, ihr seid sieben, ne? Oder? Ja, wir sind, das ist auch eine gute Frage. Nein. Also wir sind fünf jetzt inzwischen geworden und Wie ist das bei euch mit so den Abläufen? Gibt es einen, der musikalisch Direktor ist und sagt, also ich habe jetzt die Ideen, tragen wir zusammen und dann gucken wir mal, ob wir die Musik drumherum stricken können oder kann jeder bei euch mit Ideen zur neuen Platte zusammenkommen? Also eigentlich schmeißen wir mal alle bunt durcheinander. Natürlich ist es immer gut, wenn es am Ende einen gibt, der das Ganze versucht, in eine gewisse Richtung zu bringen und damit das nicht alles ziellos durch die Gegend geht. Aber es ist natürlich jeder immer eingeladen, seine Ideen teilzugeben und kundzutun. Und das ist auch das macht das Schöne aus, dass es eben so eine Mischung ist aus ganz vielen verschiedenen Sachen. Wenn man so hört, ihr seid da nicht nur auf der Insel Föhr, hoffentlich reite ich da nicht so sehr drauf rum, aber es ist faszinierend, wenn man so sieht, dass Jungs musikalischen Stil haben, der wirklich nicht nach Insel Föhr klingt. Ihr seid auch in Los Angeles im Studio, wie kriegt man solche Kontakte? Das liegt schon ein bisschen weiter zurück. Das war mein Bruder, der angefangen hat, in Los Angeles Filmmusik zu machen und ein Praktikum gemacht hat. Und es hat sich so über Jahre entwickelt, der Kontakt, und über einen langen Zeitraum. Und seitdem ist es immer ein bisschen hin und her gependelt.
Mhm. Viele Überraschungen sozusagen bei euch. Eins hat mich auch noch überrascht. Bei GZSZ seid ihr auch mit am Start gewesen. Ja. Ein Live-Auftritt dort gehabt in diesem, wie heißt das? Mauerwerk. Also ich weiß es auch nur von Freunden. Ne? Wie seid ihr denn dazu gekommen? Habt ihr euch drum geklopft oder ist das an euch rangetragen worden? Also wir haben uns nicht drum geklopft. Aber das ist auch schon ein bisschen länger her jetzt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das kam. Wir sind einfach gefragt worden und ja, es war halt eben in so einer Szene mit drin und es wurde dann immer zwischendurch auch gespielt und ja, es war mal eine interessante Erfahrung. Und das ist doch immer wieder erstaunlich. Wir machen ja nun auch viele Fernsehsachen, aber da habe ich, glaube ich, die meiste Rückmeldung bekommen, klar, dass es Leute dann doch zufällig gesehen haben. Ja. Aktuelles Album, kommen wir gleich noch drauf, hören wir kurz mal rein. Vorher natürlich noch, wenn ich jetzt nochmal zur Insel Föhr was frage, dann nehmt mir das bitte nicht übel. Wir Sachsen sind sehr ostseeaffin. Wir gehen, die Claudia macht Urlaub an der Ostsee. Mhm, auf dem Dars. Wir machen Urlaub an der Ostsee auf Usedom. Ja. Und jetzt sag doch mal, warum der Sachse auch mal an die Nordsee kommen soll. Wegen Stanford. Es ist ein bisschen windiger. Schön. Also, wir haben vielleicht ein bisschen mehr Schafe, wir haben vielleicht die höheren Deiche. Mehr Sand vielleicht. Mehr Sand. Die Ostsee ist natürlich eigentlich auch kein richtiges Meer, das ist ja eigentlich eher ein großer See. Also sag das hier nicht so, sag das hier nicht so laut. Nee, so Gezeiten, so ist ja schon so ein bisschen, geht ja ein bisschen mehr ab da oben und das kann man sich durchaus mal angucken. Nein, aber wir haben immer Schwierigkeiten, Argumente zu finden, weil wir finden natürlich die Ostsee auch super. Wir würden das ja gar nicht versuchen zu vergleichen oder irgendwie einen hervorzuheben. Warum sollen wir denn hierher kommen? Ja. Können wir ja mal umdrehen. Weil Dresden das schönste Bundesland in ganz Deutschland ist. Sachsen meine ich natürlich. Und Dresden sowieso. Die schönste Stadt, ja. So. Das glaube ich sofort. Und überhaupt. Seid ihr eigentlich noch da oben in der Heimat oder ist man als Band, die durchstartet, dann doch schon geneigt zu sagen, Köln, Berlin, Hamburg, München? Also, man ist schon geneigt, komischerweise sind wir halt relativ häufig da, weil wir einfach ein Studio da haben und weil wir da relativ gut arbeiten können. Und auch das letzte Album haben wir jetzt da aufgenommen und auch zum großen Teil geschrieben. Und irgendwie ist es einfach sehr angenehm da und sehr entspannt und man ist ein bisschen abgeschottet und das hilft eigentlich. Jetzt haben wir viel über das Album gehört. Oh, jetzt wollen wir mal reinhören. Hm? Genau. Aktuelle Single heißt Learning to Breathe. Ja. Könnt ihr noch was darüber erzählen? Ja, das ist, wenn man es hört, dann wird man hören, dass es ein bisschen andere Klänge, so ein bisschen schottische Klänge auch mit drin sind. Also wir haben versucht, ein bisschen musikalisch was Neues zu machen. Und so, genau, ne? genau. Versucht, ein bisschen was Neues einzuführen. Dann jetzt Stanford hier bei uns im Studio und jetzt zu hören mit Learning to Breathe. Schönen guten Morgen. Morgen. Sehr schön. Aktuelle Single von Stanford, Learning to Breathe, seit Ende April in den Läden. Eure neue Platte kommt am Freitag in den Handel. Ja. Jetzt könnt ihr noch einmalig Werbung machen für das Stück. Für das Werk? Wer macht das? Ich glaube, sie ist am Anfang relativ billig. Also insofern lohnt es sich, jetzt schnell zu kaufen, weil irgendwann wird sie, glaube ich, teurer. Das ist aber ein Grund, ne? Wir haben jetzt übrigens noch viel billiger als sonst. Bei uns kann man die jetzt für Ume kriegen. Ja, einfach anrufen. 0351 5000 2000. Stanford hier bei uns im Studio. Aktuelle Platte. Jetzt abgreifen. Und wir sagen Dankeschön und drücken euch die Daumen. Dankeschön. Macht's gut. Dankeschön.